Noch Frage wollte zum Team. Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt einen aus dem Mutterkonzern quasi geholt oder bekommen. So, hast du dann ja wie hast du dein Team zusammengestellt? Also wie ist das aufgebaut oder wie findest du Leute, die dieses Mindset auch wirklich haben? Also woran erkennst du das? Weil ich finde jetzt so aus, ich sag mal Anführungsstrichen klassischen Bewerbungsgesprächen ja schon schwierig, so irgendwie in der einen Stunde oder wie lange man da mit der Person dann redet, zu sagen, okay, das ist das Mindset, das passt irgendwie perfekt ins Team so. Also wie hast du da dein Team zusammengestellt? Jetzt habe ich natürlich das große Glück, ich mache das schon. Ja, ich bin so, bin ja hier der Dorfälteste, ich mache das schon einen Moment irgendwie. Und deswegen habe ich natürlich auch ein großes Netzwerk. Und viele von denen haben irgendwann schon mal mit mir gearbeitet und haben dann gesagt, ach ja, komm, dann, das war ja schon mal gut, dann können wir das ja nochmal machen. So, das ist natürlich erstmal einfach. Ein Vorteil, wenn man ein Netzwerk hat und die Leute mit einem arbeiten wollen. Auf der anderen Seite finde ich es eben nicht so schwierig, in Bewerbungsgesprächen ein Mindset abzufragen, wenn man sich nicht die ganze Zeit auf Zeugnisse und Erfahrungen und sonst was konzentriert, sondern versucht einfach mal in dieses Mindset reinzugehen. Und, das hat der Teuger auch gemerkt, mit einer Runde ist bei uns sowieso nicht getan. Plus, wir hatten eine sehr, also für mich normal, für Tolga, was glaube ich, kannst du ja eher mal erzählen, so eine lustige Geschichte. Wir haben eine Bewerberin gehabt, wo wir sagten, boah, die ist super. Aber am Schluss gibt es die Piratenrunde. Und dann waren, weiß nicht, fünf oder Sechs. sechs Leute aus meinem Team, also meine Leute aus dem Team, die dann als chaotische Piratenrunde in dieses Vorstellungsgespräch reingegangen sind, angekündigt, fairerweise, und sich miteinander unterhalten haben. Und dann habe ich am Schluss mein Team gefragt, was haltet ihr davon, um meine Idee bestätigen oder validieren zu können? Und dann war das Thema klar. Und das ist auch hier, wenn der Mitarbeiter im Vordergrund steht, muss er in diesen Prozess immer mit involviert werden. Jetzt im Sinne von, die müssen ja alle miteinander klarkommen. Ja. Und natürlich, also so Kompetenzen abzufragen und sowas, das ist das Einfachste der Welt. Also gerade im Softwarebereich kann ich im Zweifelsfall eine Coding-Challenge schicken oder sagen, das will ich, zwei Fragen stellen, fünf Fragen stellen, finde ich heraus, was der kann. Oder er hat ein Git-Profil oder sonst. Alles gut. Aber die Attitude ist halt da wichtiger, weil wenn ich jemand habe, der glaubt, der kann schon alles, was im Softwarebereich sehr häufig der Fall ist, kann ich dem halt auch nichts mehr beibringen. Und alles, was wir hier machen, ist ganz viele Sachen, die total neu sind für ganz viele. Das heißt, so, wenn ich aber jemand habe, der sagt, boah, finde ich cool, habe ich Lust drauf, will ich lernen, dann kann ich ihm ganz viel beibringen. Und deswegen ist so Attitude auf jeden Fall teilweise wichtiger. Unter der Voraussetzung, und das ist mein Glücksfall, ich habe in meinem Netzwerk Leute, die sind richtig, richtig, richtig gut, auch immer besser als ich. Das ist so dieses Konzept. Ich versuche ja nur Leute zu finden, die besser sind als ich. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, Leute über eine Attitude zu holen und zu sagen, wir machen dich noch besser. Und das hat in den letzten 5 bis 10 Jahren immer relativ gut funktioniert. Gibt auch mal, dass man daneben greift, aber dafür gibt es ja Probezeit. Da muss man ehrlich miteinander umgehen und sagen, das hat nicht funktioniert. Fertig. Weil wenn dieses Team im Mittelpunkt steht, ist meine Verantwortung auf jeden Fall auch, wenn sich herausstellt, dass Dinge toxisch sind oder Mitglieder toxisch sind, diese aus dem Team zu entfernen. Klingt hart, ist aber genauso im Agilen unterwegs wie sonst auch. Weil wenn das Team das Wichtigste ist, muss das funktionieren. Ja. Kann ich echt bezeugen. Also wir haben die ganze Klaviatur, also wir machen ja schon bei uns den ganzen Bewerbungsprozess und die ganzen Bewerbungsgespräche komplett anders, als man es kennt. Für mich war es damals total interessant und lustig zu sehen, dass es auch Unternehmen gibt, die es machen. Und wir haben die Rolle, mit der wir angefangen haben, Andreas, war, glaube ich, war schon Senior Product Owner, die ursprünglich auf dem Vertrag stand. Und wir haben ganz viele, ohne despektierlich zu sein, unerfahrene oder wenig erfahrene Juniors gefunden.
wo wir sehr früh beide uns einig waren, die haben den Kopf dafür, die wollen. Und war immer die Frage, okay, Lieblingswort an der Stelle war immer vom Andreas, oh, jetzt habe ich mir wieder ein Projekt angeleiert, da muss ich Zeit investieren, aber mache ich gerne. Also wir haben zwei sehr, sehr oder mehrere sehr junge Leute gehabt, die alle sehr gut waren und wo wir aber gesagt haben, da fehlt noch so viel, aber das Mindset ist das Richtige, weil die im Gespräch schon fasziniert hatten. Und die Product Ownerin wiederum war komplett auf der anderen Seite der Skala, die war schon richtig gut und teilweise schon brachte schon zu viel mit. Die haben aber alle eins gemeinsam gehabt. Die haben immer mich im Nachhinein angerufen und haben gesagt, mit dem will ich zusammenarbeiten. Also der Andreas ist ja da tatsächlich so ein bisschen auch der Leuchtturm, dass die Leute sagen, ich kann das nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, das, was ich nicht kann, bringt der mir bei. Und dann gehst du natürlich in so eine zweite Runde, in eine dritte Runde, dann sprichst du auch mal mit dem Digital Board oder mit dem anderen, es gibt ja auch noch einen Co-Geschäftsführer, den Daniel, die sollen ja alle sprechen. Und dann gehst du in so eine Piratenrunde als Bewerber, der gerade das zweite oder dritte Gespräch gemacht hat. Faires halber muss man sagen, das ist echt cool und ich habe dafür richtig viele dumme Kommentare gekriegt, weil Leute gesagt haben, so ein Unternehmen gibt's nicht, so kann man ja nicht arbeiten. Und doch, kann man. Du gehst in so ein Gespräch rein, du redest zuerst mit uns, ja, dann machen wir das schon und wir versuchen dir, ohne zu überfordern, beizubringen, was dich dann bei dem Unternehmen erwartet. Wir versuchen euch schon beizubringen, Andreas Wagner, Daniel Keil und so weiter, wie diese Leute sind und die sind komplett anders. Und das hast du alles gemacht. Dir wird auch sehr früh gesagt, pass auf, du bist der richtige Kandidat, wir werden dich nehmen, aber du hast noch die und die Gespräche. Das ist schon sehr wichtig, den Leuten früh genug zu sagen, wir reden hier nicht, um am Ende zu sagen, schauen wir mal, wir reden mit dir und es ist jetzt schon für uns klar, dass wir dich haben wollen. Aber überzeugt die anderen. Und diese Piratenrunde, das ist total lustig, da werden 6, 7, 8 Leute wahllos aus Andreas Team zugeschaltet in so einem Zoom-Call. Ich habe den ganzen Call mitverfolgt. Kamera aus, ich habe nur zugehört. Da kommen von überall aus Deutschland, da ist ein Musiker dabei. Da ist eine alleinerziehende Mutter dabei. Da ist ein ganz junger PO dabei, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Da ist eine ganz junge PO dabei oder eine Entwicklerin dabei, die gerade auf einem bestimmten Stage in ihrem Leben ist. Und diese Leute nehmen sich die Zeit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin und machen tatsächlich innerhalb von 1, 2 Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, machen den Virtual Coffee und stellen alle ihre Fragen, die sie stellen wollen. Und das Coole ist, die lassen sich auch alles fragen. Und dann fallen auch so Fragen, ja, wann habt ihr das erste Mal mit Andreas diskutiert oder gestritten? Zum Beispiel. Was machen wir denn, wenn wir mal hier einen Kuli brauchen? Das ist total faszinierend, dass dann die Leute dann sagen, ich kenne das so nicht. Und erst wenn so eine Piratengruppe, so heißt nämlich das ganze, diese ganze Prozess, und die sagen am Ende, boah, richtig coole Frau da oder richtig cooler Typ. Mit ihm oder mit ihr wollen wir gemeinsam Produkte bauen. War für mich auch total neu, zeigt aber auch nochmal in diesem agilen und digitalen Umfeld, welche Basis von vornherein erreicht wird und welches Vertrauensmaß von vornherein erreicht wird und notwendig ist, damit man in Zukunft zusammenarbeiten kann. Aber neu ist es tatsächlich und für alle, die sagen, nee, so ein Unternehmen gibt es nicht, doch, die machen das tatsächlich.